Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP will durch solide Staatsfinanzen die Inflation bekämpfen. Wir sagen solide Staatsfinanzen? Ja, selbstverständlich. Wer will unsolide Staatsfinanzen? Aber offensichtlich gibt es eine gewisse Differenz zu der Frage, was unter soliden Staatsfinanzen zu verstehen ist. Ich will das an den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin verdeutlichen. Denn es scheint ja so, als habe die FDP das Perpetuum mobile erfunden. Keine Steuern, keine Schulden und dennoch investieren. Super. Wenn das so ist, empfehle ich, wir kommen ja später noch mal zu Start-ups, empfehle ich dieses Projekt als Start-up. Denn das lässt sich sicher gut verkaufen, braucht auch keine staatliche Förderung, wenn man es wirklich schafft, das Perpetuum mobile zu erfinden. Aber im wirklichen Leben gibt es kein Perpetuum mobile. Und die Wahrheit ist, das ist unsolide Haushaltspolitik, unsolide Haushaltspolitik der FDP. Das Einzige, was sich hier vielleicht verkaufen lässt, ist die Bevölkerung. Für die Linke ist klar, wir brauchen Investitionen, und dafür brauchen wir gar nicht zwingend Schulden, obwohl bei den aktuellen Zinsen, die derzeit extrem günstig sind, sollte man schon darüber nachdenken, auch über Schulden. Aber es gibt ja Alternativen. Aber die Alternativen will die FDP auch nicht. Sie verweigert eine Vermögensabgabe, sie verweigert die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, sie verweigert die Anhebung der Spitzensteuersätze. Alles, was Reiche und Superreiche irgendwie an der Finanzierung des Sozialstaates beteiligen würde, das lehnt die FDP ab. FDP, die Neinsagepartei. So, und was dann noch übrig bleibt, ist ja auch klar: Sozialabbau. Die Anhebung, Sie nennen das Flexibilisierung, klingt schöner, die Anhebung des Rentenalters, die Privatisierung sozialstaatlicher Leistungen oder vielleicht auch die Zerschlagung der Bahn. Das wollen wir nicht, und dafür werden wir niemals die Hand reichen. Wie und ob Staatsverschuldung und Inflation überhaupt zusammenhängen, das wird von unterschiedlichen Ökonominnen und Ökonomen sehr unterschiedlich beantwortet. Der Mainstream der Wirtschaftswissenschaft hier in Deutschland, der ist in der Tat neoliberal geprägt. Und insoweit haben Sie recht, fast jedes Erstsemester in Deutschland wird das wiederkäuen. Aber international ist man da schon wesentlich weiter. Nicht umsonst hat der Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz jüngst in der Zeit vor einem Wirtschaftsminister Lindner gewarnt. Und das ist auch gut so. Ich will ihn mal zitieren. Er schrieb in der Zeit sinngemäß: Lindners Wirtschaftspolitik, sei es bei der Schuldenbremse oder den Haushaltsregeln für Europa, ist eine Anhäufung konservativer Klischees, Klischees einer vergangenen Ära, nämlich der 90er Jahre. Wenn ich mir jetzt Ihre Rede angehört habe über Herrn Ehrhardt, es können auch die 60er gewesen sein. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Aktuellen Stunde soll es ja auch um hessische Politik gehen. Deswegen noch einmal der Hinweis: Das Gesamtsteueraufkommen in Deutschland war 2020 rund eine Dreiviertelbillion Euro. Der Landeshaushalt in Hessen, der beträgt nicht einmal ein Zwanzigstel. Also, wie Sie mit solider hessischer Haushaltspolitik die Inflation bekämpfen wollen, wenn es denn einen solchen Zusammenhang gäbe, das bleibt doch arg im Dunkeln. Aber so oder so, das größte Problem für die Staatsfinanzen und für die Bevölkerung ist doch nicht die aktuelle Preisentwicklung, sondern das Problem ist die Preisentwicklung im Verhältnis zu Löhnen und Sozialleistungen. Die Preise sind nicht zu hoch, sondern Löhne, Renten, Arbeitslosengeld und Sozialleistungen sind zu niedrig. Das ist das Problem. So, und wenn Sie denn was tun wollen, wenn Sie in Hessen etwas tun wollen, aktuell gibt es eine Tarifauseinandersetzung von Verdi. Die fordern 5% für ein Jahr im Gesundheitswesen die Anhebung der Tabellenentgelte
um 300 Euro. Da könnte man in Hessen was machen. Wir könnten die entsprechenden Träger mit Budgets ausstatten, die ihnen die Erfüllung dieser Forderungen ermöglicht. Das wäre eine konkrete Maßnahme hier für Hessen. Und ich will noch einen Punkt aufgreifen, wenn ich die Zeit noch habe. Habe ich noch ein paar Sekündchen? Sie haben die Zeit nicht mehr, aber machen Sie mal schnell Ihren Punkt. Vielleicht packen Sie es ja. Ja, also hier war vorhin die Rede von seitens der AfD, die Blockparteien. Jetzt war die Rede, Herr Boddenberg soll zur Linken. Das ist die gleiche Denke. Da sollten Sie mal überdenken, ob das wirklich hier nötig ist in diesem Haus. Dankeschön. Applaus